So, was ihr hier seht, das kann man also mit einem Funkscanner empfangen. Und zwar ist das eine Wetterkarte, die von einem NOAA-Wettersatelliten gesendet wird. In diesem Fall auf 137,625 MHz. Hier kann man das sehen. Das ist der Funkscanner, der das jetzt empfängt. Ja, ich mach mal das Licht wieder aus. Nee, das bringt auch nichts. 137,62 geht auch. Und man braucht nur dieses kostenlose Programm, das heißt WX to IMG, also WX to Image. Und obwohl ich hier im Erdgeschoss hocke und einen extrem schlechten Empfang habe, na jetzt wird es auch schlechter, weil man sieht hier auch die Flugbahn. Also hier, das ist mein Standort. Und mein Fenster geht nach so, nach Osten. Und der fliegt ja jetzt hier westlich vorbei. Und ich habe ja eine Indoor-Antenne. Das ist die Antenne, das ist eine kostet 20, 30 Euro. Und da habe ich noch so ein Gerät zwischengeschaltet. Ein Bandpassfilter speziell für NOAA-Satelliten, der ist auch erschwinglich, auch so 25 Euro gibt es bei eBay. Der hängt also zwischen der Antenne und dem Scanner. Und dann habe ich noch einen Breitbandantennenverstärker, der das Signal etwas verstärkt. Der war auch sehr preiswert, habe ich auch also gebraucht für einen 20er bei eBay gekauft. Ja, und trotz all dieser Bemühungen ist das Signal selten so gut wie jetzt. Und hängt auch, wie gesagt, von der Flugbahn des Satelliten ab, weil der kann es ja hier bei den Vorhersagen sehen, ob das ist jetzt die aktuelle Flugbahn. Dann um 9:06 Uhr. Jetzt ist es ja 7:25 Uhr. 9:06 Uhr kommt dann nochmal. Dann entfernt er sich aber auch schon deutlich. Dann nochmal so 14 Uhr kommt er dann auch östlich von meinem Standort. Das ist ein Programm, das kostet auch nichts. Das heißt HRD, Ham Radio Deluxe, ist die Abkürzung, Satellite Tracking. Und das ist Bestandteil von Ham Radio Deluxe. Das ist eine Programmsammlung, die kann man sich kostenlos runterladen. So, und dann hat man dann so ein Satellitenbild. Und das wird dann noch entsprechend mit einer Landkarte überlagert, damit man auch sieht, wo was ist. Ich gucke jetzt gerade hier mal gespeicherte Bilder, ob er mir da was zeigt. Vielleicht muss ich auch erstmal stoppen. Naja, kann man sich auch vorstellen. Also da wird dann also eine Landkarte drüber gelegt und also damit man sieht, wo diese Wolken sich dann, das Weiße sind ja Wolken, wo sich diese Wolken befinden. Ja, das ist eine spannende Sache, also dieses Signal überhaupt zu empfangen.
und dann so als Bild zu erhalten. Ich lasse dir hier nichts zeigen. Ja, könnt ihr ja auch mal probieren. Ja, auch so, und das Programm ist sehr einfach zu bedienen. Also man braucht nur hier auf File gehen. Dann muss man zunächst mal die Keplers updaten. Das habe ich jetzt schon gemacht. Kannst du ja nochmal machen. Der holt sich die automatisch von einem Server. Hat die auch schon installiert. Da werden also die Flugbahnen mit berechnet. Und dann geht man einfach auf Record. Dann öffnet sich dieses Dialogfenster und dann klickt man auf Auto Record. Und dann zeigt er einem also direkt an, und zwar UTC-Zeit, das ist im Sommer für Deutschland 2 Stunden rückwärts. Also ist es jetzt eigentlich 7:36 Uhr anstatt 5:36 Uhr. Da ist der Satellit nur 15 und da unten steht auch die Frequenz 137,62. Dann muss man die nur einstellen und dann wird das also aufgezeichnet. WX2ING. Kostenlos. Noch eine lustige Sache möchte ich noch anfügen. Die hat zwar nichts mit dem Satellitenempfang zu tun, aber ist sehr unterhaltsam. Und zwar ist hier oben eine Schaltfläche, die heißt Google Earth. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Dann öffnet sich Google Earth automatisch, sofern es installiert ist. Natürlich nur. So, da ist es. Und jetzt schaue ich praktisch aus dem Satelliten heraus nach unten. Und zwar genau von der Höhe aus, die der Satellit auch hat. Nämlich das sind jetzt in dem Fall 815 Kilometer über der Erde. Und ich sehe jetzt praktisch das, was ich sehen würde, wenn ich auf dem Satelliten drauf hocken würde und nach unten schauen würde. Und ja, das ist ganz spaßig. Ich kann auch das Wetter einblenden. So, dann habe ich noch Wolken und Temperaturen. Also jetzt fliegt er über Marokko, wie man hier sehen kann. Finde ich total klasse. Das ist alles kostenlos. Hier mit Temperaturen. Also in Marokko ist jetzt auch nur 15 Grad, 14 Grad, 16 Grad. Fuerteventura, 15 Grad. Toll.